Hallo liebe PlayStation Gamers, ich begrüße euch auf meinem Let's Play TechBird YouTube Kanal zu einem neuen PS5 Gameplay Video von Matrix Awakens Unreal Engine 5 Experience. Ich werde euch jetzt hier Settings zeigen, statt von ich hier vorne. Ich gehe jetzt in die Stadt erkunden. Start es geht. Hier sieht man die Stadt, sieht ganz genial aus. Von oben. Sollte ich euch ein paar Sachen zeigen, die man einstellen kann im Game noch. Jetzt hier laufe ich so. Mit dem rechten Stick kann man die Kamera schwenken so. Habe ich gerade schon gezeigt gehabt. Die Sachen tut es eben einblenden links. Wenn ich hier das Auto nehme, zum Beispiel das da hier, oder das da vorne ist ein schnelles, noch das cooles. Das da hier zum Beispiel, so Porsche-ähnlich, das Design finde ich. Das kann man auch nicht nehmen, das habe ich nicht. Das Menü kann man jetzt auftun, mit der Options-Taste so. Hier sieht man Karten. Daten werden verarbeitet. Hier kann man Sonnenbahn-Simulation ist auf 210 Grad oben machen. Hier kann man so die Helligkeit einstellen. Noch. Die Sonneneinstrahlung ist ganz genial. So, das habe ich noch nicht probiert im letzten Gameplay von dem. Gehen wir da rauf wieder. Sonst sieht es 210, glaube ich. Lassen wir das mal so. Menschenmengen kann man sogar noch einstellen. Nein, ist Options-Taste drücken. Menschenmengen kann man jetzt runterfahren, zum Beispiel. Auf 75 als Beispiel, da sind ein bisschen weniger rum. Oder ganz aus. Beim Verkehr kann man zum Beispiel runterfahren hier. Dass gar kein Verkehr ist, so. So wie geparkte Autos kann man auch wegnehmen. Seht ihr auf der linken Seite alles weg. Schon krass. Und jetzt kommen sie wieder vorne links. Jetzt kann ich auch zurück noch eins. Rennen mit dem R1 kann man übrigens. Ganz speziell, dass Demo ist gemacht ist. Das Auto kann auch fahren. Das kann ich jetzt nehmen hier. Da ist kein Verkehr rum, seht ihr. Sieht schon fast skurril aus, so ein bisschen mysteriös, ein bisschen mystisch noch. Jetzt kann ich voll blocken hier. Jetzt kann ich das Menü öffnen wieder. Park die Autos, während ich fahre, kann ich die lieber zunehmen und wegnehmen. Seht ihr auf der rechten Seite, ganz krass. Links so, dort, das ist ganz weg, so. 75% ist so Mittelding, ich nehme mal das, Verkehr ist jetzt auf 0. Jetzt kann ich Vollgas, kann ich rauf tun oder so. Oder ein bisschen runternehmen, sagen wir auf, ja, 75 so. Ein bisschen angenehmer. Auch die Menschenmenge ist jetzt auf 75. Hier habe ich noch Tastenbelegungen, wo man schauen kann, mit der Drohne links unter Fotomodus, so wie beim Fahren. Und gehen oben, seht ihr noch. Was man drücken kann, für Funktionen, das beinhaltet alles. Hier ist die Karte, da kann man eben nicht viel machen, das sind so Punkte, orange und gelb, ich weiß nicht genau, was gemeint ist. R1, Mega City Explorer aktiv und dann Hauptmenü hier. Ah, da kann ich das Hauptmenü zurück wieder, wenn ich drücke, okay. Da geht jetzt das Menü zurück wieder. Staat erkunden. Ich meine, man kann zurück, leicht wieder, aber es geht ganz ins Menü. Ich kann noch ein paar andere Sachen zeigen. Jetzt hier. Da sieht man ganz viele Leute. Belichtungskorrektur kann man noch vornehmen. Minus 0,033 jetzt hier. Der Kamera. Wird frech düster, so, seht ihr.
ganz hell, so extrem hell, fast weiss, viel zu viel. 0,33 ist, glaube ich, genau. Und dann Blende. Das ist wie bei der Kamera, also eigentlich Blende auf eine Art. 5, 6, 8. Ist aber Kontrast auf eine Art noch. 4 ist, glaube ich, oder 2,8. Mal das. Dann Brennweite 18 mm. 21, das ist Perspektive quasi vom Zoom auf eine Art. Brennweite 21, 24. Da hat die Konturen von der Figur unschärfer, hat er gesehen, näher. Also ganz nach. Das ist auch für Entwickler gedacht, dass sie das gerne programmieren können, entsprechend. Also, schon genial, die heutige Technik anfangen, sagen sie immer wieder. Der Fokusabstand hier ist jetzt 100 Meter. Ist echt das gemeint, das kann ich da runterstellen. Ja, da muss ich rauf auf 100. 100 ist gesehen. Oder? Ja, lass mal so, ich bin nicht ganz sicher jetzt. Fokusabstand. Das ist bei der Kamera hier. Settings hier. Sonnenbahn sind wir angeschaut vorher. Menschenmenge ist jetzt wieder rauf. Ihr seht auch Leute hier. Es sind keine Leute mehr rum. Da kann man wirklich ganz viel einstellen, ist schon interessant. Also. Jetzt fliegen, vielleicht von oben kommt es auch noch zur Geltung. Drohnenmodus, so. Also. Schneller, R1. Ja, es geht zwar hier nicht unbedingt, aber höher, R2. Sollte ich euch etwas von oben zeigen, von der Verkehr bezogen, auf die Autos hier. Ihr müsst ganz gut schauen auf die Auto. Ja, gerne kann ich nicht gut den Luft jetzt hier. Jetzt habe ich die Option, die Taste drücken. Kameramodus. Menschenmenge. Seht ihr, Ringfunger. Ganz viele Leute sind jetzt plötzlich dort, auf dem Trottoir links. Jetzt habe ich runterstellen und sprechen, bis gar keine mehr. Jetzt hat sie mich ausgeschaltet. Schon ganz krass. Es hakelt ein bisschen. Bei Verkehr hier kann ich zurücknehmen, bis gar keine mehr ist hier. So wie bei den parkten Autos kann ich ganz oben fahren hier. Und extrem schnell geht das Ding. Das finde ich beeindruckend, wie die schnell zack da sind, wieder so. Beim Verkehr tun wir auch wieder rauf, so. Gruppen und Verkehr, Visualisierung. Kann ich noch an alles. Ah, das ist schon ganz speziell hier. So wie Leuchtboxen auf einer Art. Matrixfilter hier. An alles. Ist alles so grau, im grauen Stil. Tue ich an wieder, ist so grümlich mehr. Nenit-Ansicht. Standard. Primitiv. Ganz farbig. Instanzen hier, Cluster, das sind also Effekte für Entwickler, so zu wenig, wie es aufgebaut wird, Dreiecke, also so dreieckmässig, mosaikähnlich, dann Materialart, Standard. Da kann man ganz viel einstellen, bin ich also ganz erstaunt noch. Ja, dort jetzt wieder ins Hauptmenü zurück. Ja, es hat euch gefallen, das Gameplay von der Matrix Awakens Unreal Engine 5 Experience mit den Settings, die ich vorgeführt habe, statt bei mir Kunden. Ich wollte mich herzlich bedanken, auch noch zugeschaut haben. Tut mir doch liken, wenn es euch gefallen hat, oder lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal auf meinem Let's Play Techbird YouTube-Kanal. Ade zusammen.